Pflanzen verdunsten ja große Mengen an Wasser. Haben sie dafür die Spaltöffnungen? Naja, so kann man das eigentlich nicht sagen. Pflanzen haben unzählige Spaltöffnungen, damit sie CO2 für die Photosynthese aufnehmen können. Dabei kommt es unvermeidlich zu einer Verdunstung von Wasser aus dem Pflanzenkörper. Der botanische Fachausdruck für diese Verdunstung lautet Transpiration. Und bei den Spaltöffnungen handelt es sich um spezialisierte Zellapparate mit zwei beweglichen Schließzellen. Aha, und so können die Spaltöffnungen geöffnet und geschlossen werden? Ja, die Spalten werden geschlossen, wenn keine Photosynthese betrieben werden kann oder wenn die Pflanze unter Wassermangel leidet. Bei geschlossenen Spalten sorgt dann die Abschlussschicht, die Cuticula, dafür, dass kein Wasser mehr verloren geht. Dadurch kommt aber auch kein CO2 in die Pflanze. Das heißt also, die Spaltöffnungen helfen der Pflanze, die Balance zwischen der notwendigen Photosynthese und der unvermeidlichen Transpiration zu halten. Ja, zwischen Verhungern und Verdursten sozusagen.